Herr Sulak, Sie haben das Videomaterial von den Duisburgern gesichtet. Was sind denn Ihre Erkenntnisse? Ja gut, dass es eine sehr starke Mannschaft ist und läuferisch, technisch sehr stark, körperlich. Eine sehr gute Mannschaft. Wie können Sie Ihre Spieler darauf einstellen? Ja, wir werden einige Sachen anschauen, was wir dagegen machen können, aber sonst werden wir versuchen, unser Spiel zu machen. Duisburg hat viele junge Spieler mit Förderlizenz, unter anderem aus Köln und Krefeld. Was bedeutet das? Ja gut, das sind die Duisburger, haben eigentlich die talentiersten Spieler, junge Spieler aus Deutschland an sich geholt oder reingeholt. Und das sind gute Spieler. Da muss man dagegen halten und versuchen, das beste Eishockey zu spielen. Haben Sie damit gerechnet, diese Saison mit dem ERC wieder so weit zu kommen? Ja, rechnen kann man mit sowas auch überhaupt nicht. Das ist, aber wir haben, die Jungs haben die ganze Saison sehr gut gearbeitet und deshalb stehen wir da. Eine persönliche Frage, macht sich bei Ihnen schon eine gewisse Finalnervosität breit? Schlafen Sie vielleicht schlecht? Ich schlafe gut, aber die Nervosität ist auf jeden Fall da. Sie strahlen ja auf der Bank so eine gewisse väterliche Ruhe aus. Ist das gerade in dieser heißen Phase wichtig für die Spieler, auch für die jungen Spieler? Ich glaube, dass es gut ist auch für die Jungs, weil da soll auf der Bank ein bisschen ruhiger zugehen und das versuche ich zu vermitteln. Das Überzahlspiel des ERC ist in der Saison immer besser geworden. Woran liegt das? Ist das speziell trainiert worden? Ja, auf jeden Fall. Wir trainieren das von Anfang an. Nur am Anfang an mussten wir noch die Zusammensetzung von den Blöcken finden. Und das hat sich jetzt herauskristallisiert und jetzt passt eigentlich ganz gut. Müssen Sie noch irgendwas ändern? Werden Sie noch an irgendeiner Stellschraube drehen, irgendwann eine Reihe ändern oder bleibt alles beim Alten? Ich glaube, dass es nichts mehr bringt. Wir sind so weit, bis jetzt haben wir so gespielt und ich glaube, dass es einigermaßen geklappt hat. Deshalb werden wir da nichts ändern.